Panzer ist der 52 Tonnen schwere KV2. Fälschlicherweise als 58 Tonner oder 64 Tonner bezeichnet. Der steile, würfelförmige Turmkasten, der eine große Gesamthöhe abgibt, lässt ihn schon von weitem als solchen erkennen. Das Fahrgestell ist das gleiche wie beim KW1. Seine Bestückung ist eine 15 cm Kampfwagenhaubitze und 2 MG, deren Einbau noch gezeigt wird. Schusslöcher befinden sich an den Seiten des Turmes und in der Rückwand. Wie beim KW1 befindet sich in der Mitte der Fahrerfront die Fahrerseeklappe mit Seeschlitz und Winkelspiegel. Daneben ein MG im Zugeblende mit beschränktem Schutzbereich. Auf dem Turm sitzen zwei Rundblickfernrohre. Hier ist ein Seeloch. Hier liegt das Turmzielfernrohr. An den Seiten Seespitze, auf dem Turm Winkelspiegel zur Beobachtung des Gefechtsfeldes. Auf der Rückseite des Turms ein MG in Kugelblende. Eine verwundbare Stelle bei diesem Panzer und daher auch beim KW1 ist die Luftzuführung am Heck. So, das waren die wichtigsten Typen unserer Einsatz. Und jetzt zu den einzelnen Bekämpfungsmitteln. Die Vernichtung feindlicher Panzer wird außerordentlich dadurch erleichtert, dass die Besatzung blind gemacht wird. Der Nahkampfschütze springt auf den Panzer und bedeckt die Seespitze mit Feldbahn, Manteln oder Decken oder verschmilzt mit Erde oder Fett. Das Rundblickfernrohr kann durch eine Mütze abgedeckt werden. Ein gutes Werkzeug ist die Brechstange. Sie ist bei fast allen Panzern außen angebracht. Mit ihr können MGs zerstört werden, die Besatzung von viel mehr Schießlöcher gezwungen werden. Der Turm kann festgestellt werden. Oder das Wiederschließen des Turmdeckels kann verhindert werden. Für die weitere Nahbekämpfung können die verschiedensten Mittel von Nutzen sein. Recht wirksam ist die Brandplatte. Sobald sie nicht fertig geliefert wird, kann man sie auch selbst herstellen. Hierzu wird eine leicht brennbare Flüssigkeit aus 2 Drittel Betriebsstoff und 1 Drittel Flammöl hergestellt. Muss gut umgerührt werden und wird in eine Flasche gefüllt.
An jeder Seite der Flasche wird ein besonderes Sturmstreichholz mit dem Visierband befestigt. Als Ersatz für die besonderen Sturmstreichhölzer können Dochte aus Gewehrreinigungsdochten verwendet werden. Wegen mangelnder Saugfähigkeit sind sie in ihrer ganzen Länge mit der Flüssigkeit zu tränken. Die mit einer Papiermanschette in den Flaschenhals eingeführt werden. Beim Näherkommen des Panzers werden die Sturmstreichhölzer von der Docht entzündet. Die Flasche wird entweder gegen die Fahrerfront geworfen, um den Fahrer zu blenden, oder sie wird auf das Heck des Panzers geschleudert, um den Motor zum Stehen zu bringen.